Hello friends of the Northern Entertainment and welcome to another episode of... Nee, ist ja gar nicht wahr. Das ist ja eine deutsche Episode. Also sag ich mal hallo alle zusammen und grüßt euch. Ja, hoffentlich geht's euch dann da drüben in den deutschen Landen na, relativ gut, sag ich mal. Den Umständen entsprechend, wie man so schön sagt. Ja, wir fangen also an hier mit einer Lebensmittelvergiftung. Und ja, bevor wir richtig loslegen hier, da möchte ich dann doch sagen, dass wenn ihr mehr deutsche Episoden sehen wollt, dann lasst mich das wissen und das werde ich ja dann sehen, wie viele Likes und wie viele Views das Ganze kriegt, weil nämlich, wenn ihr das wirklich wollt, dann könnt ihr das nämlich auch euren Freunden erzählen, dass der Northern Alex ja auch also mal deutsche Videos macht und dadurch dann, ja, vielleicht auch irgendwann mal einen deutschen Kanal aufbaut, aber das kommt halt drauf an, ob ihr das wirklich wollt oder nicht. So, das habe mir jetzt gesagt, das sage ich jetzt auch schön danke, dass er ja eingeschaltet habt und jetzt gucken wir mal hier, was wir hier machen in Wuppertal. Es gibt ein paar Neuigkeiten. Ich bin also mit den Jungs von der Wuppertaler Mod am Reden und Verhandeln. Oh, was heißt am Verhandeln? Wir sind am Termine aus Baldover, wann wir dann mal einen Stream zusammen machen können. Vielleicht dann auch mit dem Ansgar. Da wird dann auch lustig werden. Und ja, müssen wir mal gucken, wie das also funktioniert, gell? So, und ich bin ja auch noch als am Hin und Her überlegen, ob ich nicht vielleicht mal ein Mod hier, ein Submod mache von der Wuppertaler, beziehungsweise vom Bieberfelde, vom neuen Bieberfelde, wenn es dann irgendwann mal released wird, von der Frankfurter Feuerwehr. Weil die Frankfurter Feuerwehr, die sind ja nun mal recht nah. Ich könnte natürlich auch die Gießener Feuerwehr nehmen, die waren natürlich noch näher, vor wo ich gewohnt habe. Oder die Alsfelder Feuerwehr. Aber das müssten wir halt gucken. Das müssten wir halt gucken, wie wir das alles so machen. Ja, hier sehen wir ja jetzt gerade, dass der Kollege mit der Lebensmittelvergiftung, der wird jetzt also hier so weit transportfähig gemacht. Und dann sollten wir auch den schnellstmöglichst ins Krankenhaus verbringen. Na, ich bin mir nicht sicher, ob die mit Blaulicht fahren. Ich würde mal behaupten, nicht. Das wird wahrscheinlich nur ein Routinetransport werden. Womit das dann natürlich ein Notfalleinsatz hin wäre und dann ein Routinetransport zurück. Aber das müssen wir jetzt sehen. Das weiß ja das Spiel selbst am besten. Und ich sage immer noch, ich sage das ja immer, in Englisch allerdings normalerweise, dass ich denke, dass das IM5 bzw. IM2016, 2017 verdient viel mehr Aufmerksamkeit als das, was es jetzt hat. Ja, siehst du, das ist ein Routinetransport, das habe ich mir gedacht hier. Das habe ich mir gleich gedacht. So, dann auf jetzt. Und weißt du, was ich vergessen habe? Ja, richtig. Ich habe vergessen, den Kollegen hier anzuschmeißen mit Status 7 und so weiter und so fort. So, wenn die Jungs jetzt hier dann allerdings auch mal ins Krankenhaus gefahren sind, was ja hier oben ist. Hier werden die also wahrscheinlich parken. Wenn die Jungs jetzt also ins Krankenhaus gefahren sind, dann werden die natürlich auch dann Status 8 erst einmal sein. Und ja, mal schauen, wie das dann alles so weitergeht. So. Jetzt würde mich ja doch mal interessieren, wie es so in Deutschland ist. Und lasst mich das mal auch gerne in den Kommentaren wissen, wie es jetzt euch allen so momentan geht mit dieser ganzen Covid-19 Verrücktheit da, die so los ist. Ich meine, bei uns ist es ja noch relativ freizügig mit, also wir können noch raus in Parks und so weiter, oder was heißt Parks, wir dürfen noch spazieren gehen, das dürfen wir dann doch noch hier machen. Allerdings nicht, wenn du irgendwelche Symptome hast, dann war's das. Dann bist du also auf deinem Grundstück
Und ja, das ist es dann so ziemlich. Sag mal, wo sind denn die Kollegen mit der Ambulanz? Was ist denn da jetzt? Ach ja, klar. Doch nur ein Routinetransport. Da braucht ihr natürlich ewig. Da müsst ihr euch halt noch ein bisschen mit mir hier zusammen behandeln da. Ach ja, genau. Da wollte ich noch mal fragen, was... ja, guten Tag. Ich hätte gerne mal ein Problem. Nee, aber was ich da fragen wollte, war, ob ihr irgendwie ein Interesse dran hättet, dass ich mal einen... Also, nicht komplett 100% Deutsch, aber dann doch so 95% oder besser in Deutsch, weil ich werde dann doch also mal Frage in Englisch beantworten müssen, natürlich, weil ihr wisst, dass mein Content, gerade mit den Livestreams, die sind ja dann das meiste in Englisch. Ja. Na, wäre es halt auch mal schön, wenn ihr mir da ein, jetzt wollte ich gerade sagen, der hat die Farbe verloren. Der Bub hat die Farbe verloren. Nee, vielleicht nochmal ein nackiges Mädchen vor ihm, dass er wieder rot wird. Aber naja, lassen wir das. Ja. Hier jetzt mit dem Land Rover. So. Aber für die, die es nicht wissen, ich bin ja also in Kanada seit ja, guten 15 Jahren. Und warte mal, wer ist denn das hier? Der 56. 56. Lalala. IMS. Wo bist du dann? Da bist du. Gut. Dann jetzt Einsatz. Das Hüter da. Mach mal hier das Hüter da, mein Freund. Macht der wahrscheinlich nicht. Oder macht er? Macht er? Macht er? Macht er? Macht er? Macht er nicht. Gut. Dann zurück zur Ware. Vielleicht. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Ich bin doch ein blödes Hund. Huhn. Nee, das schicke sie natürlich eine neue, weil der Kollege ist ja wahrscheinlich Status 8 jetzt erste Mal hier. Wobei ich mir allerdings jetzt auch so langsam denke. Alcohol Poisoning, da brauchen wir dann auch mal. Ja, da werden wir auch einen Doktor brauchen. Dann werden wir jetzt mal das NEF alarmieren. So, das NEF ist raus. Oder sollte raus sein hier. Ziemlich bald. Gut. Und da kommt's NEF. Werde ich natürlich mich schwer freuen, wenn der Kollege nicht gebraucht wird. Aber das wird mir ja dann auch gleich sehen. Ja. Oh ja, klar, natürlich. Wenn ich dann schon mal das NEF nachalarmiere, dann brauchen wir es nicht. So kenne ich das. Gut. Dann haben wir das halt auch so. Ja, was gibt's sonst Neues? Ach ja, genau. Also, ich werde also das Voice-Over oder die Synchronstimme in dem neuen Into the Flames, was ja ein neuer Feuerwehrsimulator wird, der allerdings sich mehr auf die nordamerikanische Feuer dann aber kann. Ja, der sich dann mehr auf die nordamerikanische Feuerwehr. Ja. My way. Ja, die da natürlich. Das Tutorial, das werde ich also synchronisieren. Ich weiß nicht, ob der das auch in Deutsch geplant hat. Das muss ich mal mit dem Developer absprechen, aber wenn er das dann, also das Tutorial zumindest in Deutsch geplant hat, dann würde ich wahrscheinlich auch das synchronisieren und werde dann auch mein Bestes geben, in reinem Hochdeutsch mit euch sprechen. Aber wenn das nicht muss, dann muss ich auch nicht, gell? Ja, wie denn jetzt? Ja, guck mal hier, er ist am Rennen und die Kollegen von der Pol, die kommen jetzt also hier
bin jetzt hier schon auf dem Weg. Yes, okay. Sehr schön. Gut. So, Kollege, dann komm mal hier runter. Sag mal hallo hier zu den freundlichen Beamten. Die werden dich jetzt auch begrüßen mit ein bisschen Pfefferspray. Wissen wir schon, wie das geht. Oh ja, das ist super. Er ist jetzt also außer Atem. Muss dann. Jetzt kannst du dir auch direkt vorstellen, wie der jetzt gerade so tief Luft geholt hat. Und dann hat er also erstmal so eine schöne Ladung Pfefferspray in den Rachenraum, Mundraum, Nasenraum. Ah, wunderbar. Das wäre dann normalerweise Indikation für ein RTW. Aber es ist ja egal. So, jetzt ihn ins Auto. Jetzt gucken wir mal, was hier Sache ist. Könnt ihr den Kameraden jetzt ins Krankenhaus verbringen oder was ist? Ja, sieht ja soweit so gut. Außerdem muss ich auch sagen, tut mir leid, dass ich eine Stunde spät bin. Aber das mit dem Aufnehmen hat nicht so geklappt, wie ich das wollte. Ich hatte also schon die Episode und alles aufgenommen. Allerdings hat sich dann herausgestellt, dass die Audiospur, dass die hin war. Und das hat dann natürlich dazu geführt, dass ich den ganzen Klimbatsch neu aufnehmen musste. Und da ich ja keine Zeit hatte, das also praktisch vorher aufzunehmen, musste ich hier jetzt das so neu aufnehmen. So, was ist denn hier jetzt? Könnt ihr? Ja, siehst du. Wir bringen aber dann doch als Notfall in die Klinik. Mit Fackeln und Fanfaren. So, dann kann der Kollege jetzt hier auch mal heimfahren. So, den haben wir jetzt auch. Dann könnt ihr den ins Gefängnis verbringen. Ach, guck mal hier. Ein Seemann. So. Da haben wir jetzt zwei Sachen. Die sich also gleich wahrscheinlich so in Luft auflösen sollten. Und damit dann auch gleich. Ach. Halt doch die Klappe. Was ist da? So. Tadüdada. Also ich habe wirklich keine Ahnung, wo das Gefängnis ist hier. Das habe ich also noch nicht rausgefunden. Aber wir sollten jetzt gleich einen neuen Einsatz kriegen, weil wir ja jetzt in Mission Level 2 sind. Und damit müsste dann also zwei Einsätze zur gleichen Zeit passieren. Wollen wir mal gucken, ob wir noch ein Feuer kriegen. Wäre dann so ein schöner Abschluss, weil Feuer dauert ja meistens ein bisschen länger. Ach, guck mal hier, wenn es mal wieder ein bisschen länger dauert. Ja, der BMW, der hat einen Rückwärtsfahrer, Bieber, Dingen, Gedöns. Ah, ist ja super. So, jetzt sind wir dann jetzt. Dann jetzt hier, nix. So. Da kann ich auch noch ein bisschen dumm Zeug reden. OKV. Öffentliche Krankenversicherung. Ah ja, ich hab keine Ahnung. Ah, guck mal da. Super. Force him to stop, arrest the criminal and recover the stolen car. Wo soll ich denn jetzt einen Police-Helikopter herkriegen, Kerl? Ja, ich bin doch schon dabei. Understood. Verfluchte Dart. Ist es dann? Wo ist es dann? Ach, da ist es. Ja, ich weiß auch nicht, wie das jetzt werden soll. Mal warte auf den Polizeihelikopter. So wie der Kollege hier im Einsatz ist. Mal gucken, wo der Car Theft ist. So, da. Also so wie der Kollege auf dem
auf dem Schirm ist, müssen wir ihn dann mal holen. Das wird wahrscheinlich noch einen Moment dauern. Komm jetzt, Kerl. So, auf. Na, jetzt. Auf geht's. So. Der Christoph ist jetzt also auf dem Weg. Oder ist es ein Christoph? Nee, wahrscheinlich nicht, weil ist ja ein Polizeihubschrauber. Der wird es also wahrscheinlich eine Libelle sein. Und wenn sie Frankfurter, aber gut, wenn sie Frankfurter wäre, dann wäre es die Libelle. Alle, na, zumindest damals war das die Libelle. Aber wer weiß das schon heutzutage. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Ich brauche ja kein SWAT. Was mir brauche. Wäre so busy. Ah, na, der wird abhauen. Tschüss. Upp. Und weg ist er. Klasse. Eieiei. Gut. The criminal escaped. Yep. Mission failed. Yep. Und die Kollegen. Tschüsschen. Das hat ja so gar nicht geklappt. Das hat ja so gar nicht geklappt. SOS, fire is broken out in a garbage dumpster. Cause unknown. Put out all the fires. Naja, ich meine, ein Müllbrand ist nicht wirklich, was ich mir gewünscht habe. Aber gut. Weißt du was? Nur weil es im Dings ist, weil es in einem, hier direkt in einem Wohnbaugebiet ist, oder in einem Wohngebiet ist, beziehungsweise direkt neben dem neben Mehrfamilienhaus oder Hochhaus oder wie auch immer. Wenn wir mal zwei Löschfahrzeuge holen. Auf geht's. Ja, also ich glaube ja nicht, dass wir da wirklich so verrückt machen müssen. Aber wie gesagt, ich habe lieber eine Einheit zu viel hier. So, ihr könnt jetzt mal da reinfahren. Und dann können wir mal die Lakritze ausrollen. Die Lakritzstange genommen. Und da mal ein bisschen Wasser auf das Ding da drauf, gell? So, jetzt schmeißen wir mal die Pumpe an. Und auf geht's. Herrlich. Gelb. Das ist ein Gelb bei euch. Weiß-Grün war... Also Grün war ja noch da, wie ich noch in Deutschland war. Das war Bio. Beziehungsweise Braun. Dann hattest du Schwarz. Und Blau. Blau war natürlich Altpapier. Das Grün bzw. Braun, das war Bio und dann hatte mir wie gesagt die Schwarze, wo alles an hereingekommen ist. So, ja, das war ja dann schnell. Das war schneller, wie ich gedacht habe. Naja gut, dann sage ich mal danke fürs Zuschauen und ich hoffe, dass euch die Episode gefallen hat. Bis zum nächsten Mal, euer Alex. Tschüss.